Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich eröffne die Sitzung und begrüße zunächst ganz herzlich alle anwesenden Sachverständigen und herzlichen Dank, dass Sie auch der Vorverlegung des Termins so spontan nachgefolgt sind. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, wir haben heute einen größeren Cum-Ex-Tag als Finanzausschuss, weil jetzt dann um 15 Uhr, also mit etwas Verspätung, aber auch eine Aktuelle Stunde zu dem Thema noch anfängt, sodass wir A, die Anhörung nach vorne verlegen mussten und sie B, auch ein Stück kürzen mussten. Vielen, vielen Dank nochmal für Ihr Verständnis. Ganz besonders herzlich darf ich natürlich auch die zugeschalteten Herren Lotzgeselle vom Hessischen Finanzgericht, Herrn Prof. Dr. Spengler von der Universität Mannheim sowie Herrn Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter begrüßen, die uns per Videokonferenz zugeschaltet sind. Sie sehen sie hinter uns. Die heutige Anhörung wird vom Parlamentsfernsehen aufgezeichnet und ist ab morgen in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Gegenstand der Anhörung sind der Antrag der Fraktion Die Linke, Steuerskandale von Cum-Ex zukünftig verhindern, Bundestagsdrucksache 19-16836, und der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Cum-Ex-Steuerskandal unverzüglich beenden, Bundestagsdrucksache 19-5765. Soweit Sie als Sachverständige davon Gebrauch gemacht haben, dem Finanzausschuss vorab eine schriftliche Stellungnahme zukommen zu lassen, sind diese an alle Mitglieder des Ausschusses verteilt worden und sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Ich begrüße sodann die Kolleginnen und Kollegen des Finanzausschusses und soweit sie auch mit hier anwesend sind, der mitberatenden Ausschüsse. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich Herrn Ministerialdirektor Dr. Möllenbrück begrüßen. Und ferner darf ich die Vertreter der Länder begrüßen. Bevor wir in der Anhörung starten, habe ich noch ein paar Hinweise zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum nun von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 15.15 Uhr. Ziel ist es bei uns immer, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode ein neues Modell der Befragung überlegt. Das heißt, die vereinbarte Gesamtzeit wird entsprechend der Fraktionsstärke in Einheiten von 5 Minuten unterteilt. In diesem Zeitraum müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Und deswegen an dieser Stelle immer der Hinweis an die Kollegen: Je kürzer die Fragen formuliert sind, desto mehr Zeit bleibt für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitten wir fair darauf zu achten, den folgenden Experten ebenfalls noch Zeit zum Antworten zu lassen. Um Ihnen ein Gefühl der Zeit zu vermitteln, wird die Redezeit auf der Leinwand hinter mir angezeigt. Nach 4 Minuten und 30 Sekunden ertönt ein Signalton. Dann verbleiben noch 30 Sekunden für die Antwort. Die fragestellenden Kolleginnen und Kollegen darf ich bitten, stets zu Beginn Ihrer Frage die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Fragen richten, und bei einem Verband nicht nur die Abkürzung, sondern den vollen Namen zu nennen, damit Verwechslungen vermieden werden können. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller im Vorhinein bei mir einzumelden. Zu den Anhörungen wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung mitgeschnitten. Zur Erleichterung derjenigen, die unter Zuhilfenahme des Mitschnitts das Protokoll erstellen, werden die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme von mir noch einmal namentlich aufgerufen. Ich darf daher alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge auch wieder abzuschalten, damit es zu keinen Störungen kommt. Und damit sind wir beim Beginn der Anhörung. Die erste Frage für die Fraktion CSU/CDU stellt der Herr Kollege Günzler. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Etwas ungewohnt, nicht nur, dass wir einen Cum-Ex-Tag haben, aber dass wir auch so von der Seite schauen. Ich hätte eine erste Frage an die Deutsche Steuergewerkschaft, an Herrn Eigenthaler und an Herrn Klockner vom Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf. Cum-Ex hat uns ja lange beschäftigt, auch im Untersuchungsausschuss. Kapitalertragssteuer ist ja das Thema. Zwei Fragen. Die erste wäre, haben Sie das Instrumentarium, um die Cum-Ex-Fälle aufzudecken in der Finanzverwaltung? Und zweitens, sehen Sie ähnliche Gestaltungen, wo wir als Gesetzgeber reagieren müssten, um dort sowas zu verhindern, dass was Ähnliches wieder geschieht? Vielen Dank. Die Frage hat sich zunächst an Herrn Eigenthaler von der Deutschen Steuergewerkschaft gerichtet. Ja, Frau Vorsitzende, Herr Abgeordneter, vielen Dank. Die erste Frage war nach dem Instrumentarium. Und das ist natürlich zunächst auch eine Frage der personellen Ressourcen.
In diesem Kontext muss man natürlich sagen, dass die ganze Sache ja schon seit vielen Jahren andauert und am Anfang sehr rucklig verlief. Also nach meiner Erinnerung fing das ja mal an als Steuergestaltungsmodell. Viel wurde diskutiert, viel wurde geschrieben. Auch der Bundesfinanzhof hat sich zu Dividendenstripping nie so richtig völlig ablehnend geäußert, sodass man erst spät in die Pötte kam, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Jetzt haben wir natürlich in gewisser Weise den Salat, wenn ich höre, dass allein bei der Staatsanwaltschaft Köln 70 Ermittlungsverfahren mit 900 Beschuldigten sind und das ist nur Köln. Also jetzt wird die Sache natürlich sehr, sehr dringend und da es sich um Altfälle handelt, muss man unterscheiden, ob es um Fälle geht, die bislang noch nie angefasst wurden. Es gab ja in den letzten Tagen neue Durchsuchungen und da haben wir natürlich schon Probleme, ob da nicht die Festsetzungsverjährung vielen Dingen einen Strich durch die Rechnung macht. Hätte man die Steuerfahndung über all die Jahre energischer und forcierter aufgestellt, auch personell, und hätte man intensiver durchgegriffen, würden wir uns heute leichter tun. Ob es darüber hinaus weitere Gestaltung gibt, kann ich aus eigenem Empfinden nicht beurteilen. Ich lese natürlich in der Zeitung, dass es wieder neue Modelle geben soll. Ich denke aber auch, das wird erst werden erst die Ermittlungen dann wirklich zutage fördern. Man kann das nie ausschließen. Steuergestaltungsakrobaten sind dem Fiskus immer ein paar Kilometer voraus. Wir sind nachläufig, aber wir haben natürlich jetzt Erfahrung gesammelt und ich gehe davon aus, mit dem Wissen, was man in den letzten 15 Jahren gesammelt hat, dass man dann viel härter und intensiver zuschlagen wird, wenn wir wieder einen Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Eigenthaler. Der zweite Teil der Frage oder die gleiche Frage ging nochmal an Herrn Glockner vom Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf. Ja, die Frage ist Instrumentarium. Ja, ich würde das mit Ja beantworten. Das Instrumentarium gibt es. Wie viele Leute Sie da einsetzen, da können Sie immer lange drüber streiten. Ja, Sie können ganz viele einsetzen, dann geht es wahrscheinlich schneller, als wenn Sie etwas weniger einsetzen. Im Moment haben wir 24 hochqualifizierte Leute daran arbeiten, die Arbeitsaufträge der Staatsanwaltschaft auch abgearbeitet kriegen. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir da auch mit weiterkommen und dass wir da auch weitere Verfahren bis zu Gericht bringen werden. Und wir werden sicher auch einen Effekt haben, wenn weitere Verfahren nach dem ersten mit Verurteilungen enden werden. Und da sind wir ganz optimistisch, dass uns das gelingen wird, diese Dinge auch nachzuweisen, sodass wir am Ende, glaube ich, auch erfolgreich dagegen arbeiten können. Ja, was die aktuellen Diskussionen angeht, ADR-Papiere, also Cum-Fake-Dinge, da gibt es erste Anzeichen, dass es das gibt. Ich lese das, Eigenthaler hat es gerade gesagt, in der Literatur ganz genauso. Wir haben das jetzt noch nicht überprüft. Ich meine, die Finanzverwaltung muss leider für sich ja zugestehen, dass sie lange gebraucht hat, zu erkennen, die anderen Dinge, wie sie gelaufen sind. Ich möchte mal darauf hinweisen, es handelt sich hier immer um Geschäfte, die es im normalen Geschäftsleben von Banken auch gibt. Und nicht dem Geschäft ist eben nicht auf die Stirn geschrieben, dass es ein schädliches Geschäft ist. Das macht die Ermittlungsarbeit auch so schwer. Und auch unsere Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstellen haben es da eben sehr schwer zu erkennen, wenn sie es überhaupt können, sind das jetzt noch legale oder illegale Geschäfte. Ich glaube, die Geschäfte gibt es und wir werden auch daran weiterarbeiten. Vielen Dank, Herr Glöckner. Die nächste Frage für die Fraktion der SPD stellt der Kollege Binding. Ja, ich möchte den Herrn Professor Anzinger fragen, danach, wie die Geschäfte wirklich aussehen. Weil so ein Protokoll wird ja auch von Leuten gelesen, die damit nicht täglich zu tun haben. Und auch im politischen Raum gibt es gelegentlich einen Wechsel oder Begriffsverwirrung zwischen Cum-Ex und Cum-Cum. Ob Sie vielleicht den Unterschied und überhaupt die Modelle nochmal erklären, so als gewissermaßen als grundlegende Einführung in die heutige Fragestunde. Die Frage richtet sich an Professor Dr. Anzinger, Universität Ulm. Ja, vielen Dank. Das mache ich gerne in dem hier, glaube ich, angemessenen Umfang. Zunächst erscheint es mir ganz wichtig, dass man in der Bewertung des geltenden Rechts und seines Vollzugs die mit den Schlagwörtern Cum-Ex und Cum-Cum verbundenen Fallgruppen voneinander trennt. Die Gestaltungsziele sind verschieden und ebenso die Rechtsgrundlagen. Mit dem Begriff Cum-Ex hat sich ein Schlagwort für Sachverhalte herausgebildet, in denen Steuerbescheinigungen ausgestellt wurden, ohne dass Steuern abgeführt worden sind. Das war nach überzeugender Rechtsauffassung weder im alten Recht legitim, noch lässt dies das geltende Recht zu.
Nur hat es einerseits im überkomplexen System der Kapitalertragssteuer fast ein Jahrzehnt und damit bis in diese Tage gedauert, bis sich diese Rechtsauffassung auch durchsetzen konnte und dann sich auch die Marktteilnehmer marktkonform verhalten. Und das ist Gegenstand der Strafverfahren, der Steuerverfahren, der Zivilverfahren, die wir heute sehen. Und wenn man sich fragt, warum hat es so lange gedauert, dann muss man sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen, mit welchem unglaublichen Widerstand am Anfang gegen jede Maßnahme vorgegangen worden ist. Also die ersten Entscheidungen handelten davon, dass eine Betriebsprüfung nur Auskunft verlangt hat und selbst das mussten Gerichte klären. Später musste sich 2017 noch das Bundesverfassungsgericht mit der Frage beschäftigen, ob denn eine Durchsuchung überhaupt zulässig ist, wodurch die Rechtslage so unklar ist. Also bis 2017 konnten diese Maßnahmen gar nicht richtig greifen und jetzt nimmt das Ganze auch in meinen Augen aber ganz schön Fahrt auf. Mit Cum-Cum verbinden sich ganz andere Gestaltungen. In denen geht es nicht um das Erschleichen von Steuerbescheinigungen, sondern da geht es darum, dass der Kapitalertragssteuerabzug insgesamt vermieden werden soll. Und da muss man sich daran erinnern, dass die Kapitalertragssteuer keine eigene Steuer ist. Die ist nur eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer und der Körperschaftssteuer. Und hier gibt es eine Grundentscheidung des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber hat sich entschieden, Dividenden zu besteuern, Veräußerungsgewinne, Wertpapierleihgebühren, und Dividendenkompensationszahlungen aber nicht bei grenzüberschreitenden Sachverhalten. Und jede Unterscheidung, jeder Systembruch im Steuerrecht löst natürlich Gestaltung aus. Und das sehen wir jetzt weiter im Kapitalertragssteuerrecht. Die soll ja nur absichern, was das materielle Steuerrecht sagt. Und wenn es diesen Unterschied gibt, dann wird es da auch Gestaltung geben, die danach suchen, diesen Unterschied zu nutzen. Und jetzt kann man sagen, das ist missbräuchlich, wenn man über wenige Tage aus einer Dividende einen Veräußerungsgewinn macht, muss dann aber die Frage beantworten, wie viele Tage sollen es denn sein? Und das ist das, was in 36a passiert. Also es sind völlig verschiedene Themen, die da in meinen Augen vermischt werden. Das Einzige, was diese Themen gemein haben, ist, dass es um Kapitalertragssteuer geht, dass es um Dividenden geht und dass die Technik ganz ähnlich ist. Aber wenn man dem Problem begegnen will, dann muss man sich die Wurzeln angucken. Im einen Fall geht es um Steuerbescheinigungen, im anderen Fall um die Ausgestaltung der internationalen Kapitaleinkommensbesteuerung. Ja, und diese Steuerbescheinigungen, die müssen natürlich korrekt erteilt werden. Und in meinen Augen liegt das zentrale Problem bei Cum-Ex-Gestaltung in den Abwicklungssystemen der Wertpapiersammelbank und der Depotbanken. Da muss das Recht und das Abwicklungssystem aufeinander abgestimmt werden. Und da hat man 2011 durch das OGA-IV-Anpassungsgesetz doch eine ganze Menge getan. Es gibt noch andere Ideen, über die wir vielleicht reden können, aber erstmal ist da doch ein großer Schritt getan worden, sodass auch ich glaube, dass die Kernproblematik heute nicht mehr in dem Maße besteht, bis auf die Probleme bei Cum-Cum-Gestaltung. Vielen Dank, Professor Ansinger. Herr Binding schenkt uns die letzten 40 Sekunden, dann machen wir weiter. Der nächste Fragesteller ist für die Fraktion der AfD, Herr Gottschalk. Vielen Dank, Frau Hessel. Meine Frage Professor Ansinger, machen Sie noch Ihr Mikro bitte aus, danke. Meine Frage richtet sich an den Rechtsanwalt Alexander Heist von Heist Legal Rechtsanwaltsgesellschaft MBH. Sie sagen in Ihrer Stellungnahme, die ich sehr interessiert gelesen habe, dass Sie weiterhin davon ausgehen, dass weiterhin Steuerhinterziehung über Cum-Ex-Modelle möglich sein könnte oder sei. Darüber hinaus bezweifeln Sie, dass die OGAF-1-Gesetzgebung die große Lösung für das Problem ist. Sie selbst skizzieren einen Lösungsvorschlag in Ihrer Stellungnahme. Ich würde Sie an dieser Stelle gerne die ganze Zeit einräumen, damit Sie mir und uns den Ansatz und Ihre berechtigten Zweifel aus meiner Sicht konkretisieren können. Danke. Die Frage richtet sich an Herrn Rechtsanwalt Heist. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte diese Frage auch mit Bezug zu den vorherigen Ausführungen gerne beantworten. Zum einen haben wir die OGA-IV-Gesetzgebung, die im Wesentlichen die Umstellung der Verbuchung der Dividendenzahlung von Brutto auf Netto beinhaltet, beziehungsweise umgekehrt von Netto auf Brutto. Diese Diskussion wurde aber im Übrigen geführt seit der Körperschaftssteuerreform 1978 in der Literatur immer wieder, ob man Brutto oder eben Netto verrechnen soll. Nach meinem Eindruck stellt das keine Lösung dar. Wir haben gesehen, dass es synthetische Abbildungen der Wertentwicklung an der Börse gibt. Und in dem Sinne ist auf das tatsächliche Inhaben von Wertpapieren überhaupt nicht mehr ankommt. Also wir sehen Rechtsprechung verstärkt,
die von leeren zivilrechtlichen Hüllen spricht. Und mithin kommt es aus meiner Sicht überhaupt gar nicht darauf an, in welchem Depot welche Aktie eingebucht ist. Das können wir beobachten. Es wird alles derivativ abgebildet. Das unlängst entschiedene Vorgehen, das ist das Urteil von dem Hessischen Finanzgericht, bezeichnet ja einen Trade, wo ein festverzinsliches Wertpapier herausgegeben wurde von einer Körperschaft und eine dividendenbringende Aktie hereingenommen wurde. Dieser Tausch ist, wenn ich das richtig verstanden habe, physisch vorgenommen worden und mit entsprechendem Urteil jetzt dann versehen worden. Und diesen Tausch von Zahlungsströmen kann man derivativ genauso abbilden, ohne die Aktie je zu rühren. Auch die Staatsanwaltschaft München offensichtlich nicht ausreichend ermittelt und auch nichts entdeckt. Kollege Schäffler, wir müssten bitte das Mikro ausschalten. Heutzutage gibt es, ich weiß nicht, ob der Begriff bekannt ist, sogenannte Dark Pools. Dazu möchte ich etwas erzählen. Dark Pools existieren schon lange. Es gibt sie immer stärker und darin sind eben auch Aktien enthalten. Diese Dark Pools werden heute professionell gemanagt und ein Blocktrade einer großen Menge Aktien außerhalb des Orderbuchs, beispielsweise der Eurex, gehört zu diesen Darkpool-Geschäften. Das bedeutet, Sie sehen es an der Börse nicht mehr. Herr Kollege, es tut mir jetzt leid. Herr Schäffler, irgendwie stören Sie gerade unsere Konferenz. Sie müssten ganz alles ausschalten, was Sie irgendwie an Ton und Mikro haben. Schade. Ja. Sie dürfen uns nur folgen. Aber die 30 Sekunden schenken Sie dem Kollegen, ne? Schauen wir halt mal, wie lange er überhaupt noch redet, bevor ich ihm was schenken muss. Herr Heist, Sie haben das Wort. Ja, gut. Also, wie gesagt, es sind mehrere Aspekte angesprochen worden, die äußerst interessant sind. Die ADR-Konstellation, die Verlautbarung der Securities Exchange Commission, die von einer Verletzung des US Securities Act von 1934 sprechen, dass nämlich ein ADR oder ein Pre-Release ADR vorhanden war, wo keine deutsche Aktie hinterlegt war und dass auch von der Securities Exchange Commission kein Prozess der involvierten Depotbanken festgestellt werden konnte, der die Abfuhr einer ausländischen Kapitalertragssteuer in irgendeiner Form vorsieht. Und dann nach dem Datenträgerverfahren und nach weiteren Verfahren eine Steuererstattung über Doppelbesteuerungsabkommen nach wie vor möglich war, war es aus deutscher Sicht nach meinem absoluten Dafürhalten nicht möglich, auch nur im Ansatz zu beurteilen, ob die vorgezeigte Nettozahlung im Datenträgerverfahren, also ein bloßer Kontoauszug, der eine Nettozahlung ausweist, ob dem tatsächlich ein Steuerabzug gegenüberstand oder nicht, das halte ich für systemisch nicht nachvollziehbar. Entscheidender Punkt meiner Darstellung sollte sein, dass die Verbuchungslogik bei Clearstream, aber auch auf Depotbankebene bis zum heutigen Tage Stornierungen bzw. Umbuchungen von Dividenden beinhaltet. Der Market Claim, die Cum-Ex-Problematik, basiert auf Korrekturbuchungen von Dividenden. Es ist eben nicht mehr möglich, festzustellen, ob eine Nettodividende aus dem gezahlten Bruttokaufpreis stammt, geldtechnisch, oder ob es eine vom Emittenten versteuerte Nettozahlung ist, so das alte System. Das wurde in eine Bruttoverrechnung getauscht. Und heute ist es eben so, dass man nicht mehr weiß, ob die Bruttozahlung, die jetzt zur Korrekturbuchung herangezogen wird, aus dem Bruttokaufpreis für die Aktie stammt oder ob es die vom Emittenten ausgezahlte Dividende ist. Und das führt nach den OGA-4-Regelungen mal ganz stark vereinfacht gesprochen dazu, dass ich 100 Euro hingebe und aufgrund des Korrekturprozesses bei Clearstream 100 Euro plus Steuerbescheinigung zurückbekomme. Das ist der Grundtatbestand. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Heist. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der CDU-CSU Frau Kollegin Tillmann. Dankeschön. Wir wollen diese Cum-Ex-Fälle verfolgen und wir wollen, dass der Staat sich das Geld da, wo es hinterzogen wurde, zurückholt. Wir haben mit dem Corona-Steuerhilfegesetz versucht, bei den Verjährungsfristen sicherzustellen, dass wir noch offene Fälle auch nachvollziehen können. Das scheint uns nicht umfangreich für jeden Punkt gelungen zu sein. Deshalb hätte ich gerne vom Bundeszentralamt für Steuern und vom Finanzamt für Steuerstrafsachen Düsseldorf gewusst, wie wir eine Regelung finden könnten, die dann tatsächlich auch alle offenen Fälle noch nachvollziehbar macht. Die Frage richtet sich zuerst an Frau Görg vom Bundeszentralamt für Steuern.
Ja, vielen Dank. Erstmal muss man ja dazu sagen, dass wir im Besteuerungsverfahren eine ganze Menge an Fälle, dass wir da die Verjährung gehemmt haben. Und das ist natürlich auch wichtig für die Strafverfolgung. Und im Rahmen des Einziehungsverfahrens haben wir auch die Möglichkeit, sofern nicht steuerrechtlich die Fälle schon verjährt sind, immer noch auch die Steuer zurückzufordern letztendlich. Problematisch wird das an der Stelle, wenn überhaupt, dass jetzt noch Fälle auftreten, die vielleicht bisher noch gar nicht ermittelt wurden, wo keine verjährungshemmenden Maßnahmen getroffen wurden. Und das ist natürlich in der Tat ein Thema. Aber ich kann sagen, also wir haben von Besteuerungsseite eigentlich umfassend auch systematisch diese Fälle aufgegriffen, sodass ich mir eigentlich schwer nur vorstellen kann, dass wir jetzt auch Fälle haben, jedenfalls bis 2012, bei denen wir wirklich in so eine Verjährungsproblematik kommen. Jedenfalls nicht, also jedenfalls diese Fälle, die die wesentlichen Summen betreffen, die sollten wir alle soweit aufgegriffen haben. Vielen Dank, Frau Görg. Der zweite Teil der Frage richtet sich an Herrn Glockner vom Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, das Thema Verjährung ist sehr hochgespielt worden. Es hat natürlich eine positive Wirkung für uns, das, was beabsichtigt war. Und wir hätten uns sicher da auch darüber gefreut. Das bezieht sich aber in erster Linie auf neue, noch nicht entdeckte Verfahren. Denn bisher gehen wir tatsächlich, Frau Görg hat es eben gesagt, davon aus, dass wir weitgehend überall die Verjährung so unterbrochen haben, dass das auch noch möglich ist, zurückzufordern. Ich gebe zu, es gibt natürlich bereits verjährte Verfahren, das haben Sie selbst in der Presse, kann man auch in der Presse entnehmen. Natürlich hat es an einzelnen Stellen schon mal Verjährungsfragen gegeben. Aber wie wir das lösen können, das ist ja eine große Frage, ob wir tatsächlich heute schon verjährte Fragen mit einer Gesetzesänderung wieder machen können, dass sie nicht verjährt sind. Also sehen Sie es mir nach, das muss die Politik dann am Ende lösen und die Bundesregierung oder wer auch immer. Aber ich habe in meinem Studium gelernt, dass das jedenfalls ein Problem ist. Also von daher muss man mal sehen. Ich kann also nachvollziehen, dass diese Regelung so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Und wir werden das Beste dabei herausholen. Wie gesagt, ich kann Ihnen heute jetzt keine aus dem Stegreif Fälle nennen, die wir wegen Verjährung nicht mehr beigetrieben können. Gerade in NRW, wir sind ja anders als das BZSD, haben wir ja die Anrechnungsfälle, die auf die Körperschaftssteuer angerechnet werden, also in den Veranlagungsverfahren laufen, sind wir dabei, diese Fälle alle so aufzuarbeiten, dass sie, ohne dass wir in die Verjährung geraten, dort als Haftungsbescheide an den Mann bringen. Und da sind die Verfahren auch eingeleitet. Wir haben ein eigenes Referat dafür eingerichtet in der Oberfinanzdirektion. Ich gehe davon aus, dass wir das alles hinkriegen. Und nach meinem Kenntnisstand sind wir auf einem guten Weg. Vielen Dank, Herr Glockner. Frau Tillmann, wir haben noch 2 Minuten. Dann würde ich die Frage noch mal an Herrn Eigenthaler stellen. Dankeschön. Herr Eigenthaler von der Deutschen Steuergewerkschaft. Frau Tillmann, können Sie mir noch mal kurz die Frage zurufen? Ob Sie absehbar im Moment noch Fälle haben, Cum-Ex-Fälle haben, die wir auch mit der Hemmung der Verjährungsfrist... Okay, habe ich verstanden. Okay. Also ich muss sagen, dass wir ja in 2 Anhörungen am 25.05. und 22.06. gerade die letzten Fälle, die ja hier auch im Raum standen, angemahnt hatten, indem wir sagten, Mensch muss nicht Corona-bedingt sozusagen ein Hinausschieben um 6 bis 12 Monate organisiert werden, weil wir wissen doch alle, dass auch die Fahnder und die Ermittler durch Corona, durch die Pandemie ein bisschen gebremst worden sind. Das war der Versuch von uns, sozusagen jetzt nicht mit einem großen Hammer zu kommen, aber so ein Corona hinausschieben zu kriegen. Da ist leider niemand drauf eingegangen. Die andere Sache mit dem 9375a, sozusagen über die Einziehung wieder was zurückzuholen und ob ich das sozusagen als Fehler bezeichne, dass ich das nicht rückwirkend machen kann, wie das beim Düsseldorfer Kollegen, glaube ich, gerade ankam, das sehe ich auch so. Ich habe das zwar damals nicht in der Schärfe gesehen, wäre ich aber gefragt worden, hätte ich gesagt, ich hätte auch juristisch große Probleme, rückwirkend, belastend sozusagen einen Sachverhalt zu organisieren, wenn steuerrechtlich bereits eine Verjährung eingetreten ist. Für mich ist die Einziehung immer nur ein subsidiäres Mittel. Es ist unheimlich rechtlich kompliziert. Das wird alles angefochten. Ob wir da je zu einem guten Ergebnis kommen, das werden wir erst in ein paar Jahren wissen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Eigenthaler. Wir machen weiter mit der FDP-Fraktion. Die nächste Frage stellt der Kollege Herbrand. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Selten sind wir ja im Ziel, glaube ich, hier so einer Meinung. Alleine wir unterhalten uns über die
Mittel, die da zu führen. Und das ist ja auch nicht ganz trivial. Deshalb meine Frage zunächst einmal an den Bundesrechnungshof. Und vielleicht könnten Sie dann auch noch Professor Spengel von der Universität Mannheim Raum für Ergänzungen lassen. Der Bundesrechnungshof spricht davon, dass die bestehenden Gegenmaßnahmen zum Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäft nicht bei Cum-Fake-Geschäften ziehen. Können Sie darstellen, weshalb Sie das sogenannte Trace-Verfahren für sinnvoll halten und welche Aspekte der Gesetzgeber gezielt in den Fokus rücken sollte und könnte, um diese und weitere Formen des illegalen Betrugs dann zu verhindern? Die Frage richtet sich an Herrn Dr. Dingendorf vom Bundesrechnungshof. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, für das Wort. Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Der Bundesrechnungshof hat die Risiken bei der Erstattung von Kapitalertragssteuer aufgrund von DBA untersucht, hat dabei im Fokus gehabt die systembedingten Schwächen des Verfahrens, also zukunftsorientiert. Ich muss dazu sagen, dass die Ergebnisse der Untersuchung verschiedenen Ausschüssen vorliegen, des Bundestages auch auf der Agenda des Haushaltsausschusses sind und die Ergebnisse bedürfen weitergehender Beratung. Ich bitte meine Ausführungen daher als erste fachliche Einschätzung zu sehen. Dass die Erstattung von Kapitalertragssteuer aufgrund von DBA in hohem Maße gestaltungs- oder missbrauchsanfällig ist, ist eigentlich ein öffentlicher Befund. Wir hatten verschiedene Fallgestaltungen, Cum-Ex, Cum-Cum, jetzt sind wir bei Cum-Fake, was wieder eine besondere Spielart ist. Der Gesetzgeber hat verschiedene Maßnahmen getroffen. Jetzt sind wir wieder bei einer Gestaltung, wo es noch keine Maßnahmen gibt. Wir kommen zu dem Schluss, dass das System in der derzeitigen Ausgestaltung nicht in der Lage ist, die Ordnungsmäßigkeit zu gewährleisten. Hauptmangel ist für uns, dass es keine exakte Zuordnung der abgeführten Kapitalertragssteuer zu den berechtigten Anteilseignern gibt. Also eine gewisse Anonymität, die sich ausnutzen lässt durch Gestaltungen. Uns scheint hier eine Systementscheidung geboten, ob man das jetzt so machen will, dass man das bestehende System verbessert, also alle Erstattungsansprüche rechtssicher abwickeln will, was einen gewissen Verwaltungsaufwand bedeuten kann, oder ob man eben eine Systemumstellung favorisiert, wie wir das mit dem Stichwort Trace in die Diskussion bringen wollen, ist eine Frage der Abwägung. Vielleicht nur kurz gesagt, Trace bedeutet, dass eine vorverlagerte Ermäßigung stattfindet statt des derzeitig nachgelagerten Erstattungsverfahrens. Das heißt, die Steuerbelastung wird gleich bei der Auszahlung an den Anteilseigner auf die Definitivbelastung nach DBA, also 15% in der Regel, ermäßigt. Folge ist, dass es kein nachgelagertes Erstattungsverfahren gibt, dass es auch keine Steuerbescheinigung gibt, die dann eben missbrauchsanfällig ist, dass vielleicht etwas platt gesagt der Erstattungstopf kleiner wird und man nicht so tief reingreifen kann. Das vielleicht nur ganz kurz. Vielen Dank. Für die weiteren 2:05. Die Frage richtete sich dann auch noch an Herrn Professor Spengel von der Universität Mannheim. Dann Herrn Professor Spengel von der Universität Mannheim. Wir testen jetzt unser Videosystem. Herr Professor Spengel. Ja, vielen Dank schön. Also das Kapitalertragssteuererstattungsverfahren ist das Kernproblem bei Cum-Ex-Geschäften und ich sage mal, auch in diese Richtung argumentiert, wir sind im digitalen Zeitalter und es muss gewährleistet werden, dass die abgeführte Kapitalertragssteuer verknüpft wird mit der Höhe der beantragten Kapitalertragssteuererstattung. Da gibt es mehrere technische Möglichkeiten. Das Problem ist anders bei Cum-Cum-Geschäften. Da wird ja eine Steuer, sagen wir mal, im Einzelfall zu Unrecht erstattet. Die ist auch bezahlt worden und man muss in dem Sinne sicherstellen, dass man keine steuerpflichtigen Dividenden in steuerfreie Veräußerungsgewinne oder Wertpapierleihgebühren transformieren kann. Das Ganze ließe sich bewerkstelligen, wenn man die beschränkte Steuerpflicht in Deutschland ausweitet, dann ist die Arbitragemöglichkeit geschaffen
Und im Hinblick dann auf eine mögliche Erstattung der Kapitalertragssteuer auf eine Wertpapierleihgebühr nach dem Doppelbesteuerungsabkommen ist ganz klar zu sagen, dann ist der ganze Sachverhalt offen zu legen und dann kann man da auch prüfen. Es ist heute noch möglich, im elektronischen Erstattungsverfahren eine Steuererstattung zu beantragen, ohne überhaupt physisch eine Bescheinigung vorzulegen. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Spengel. Die nächste Frage für die Fraktion Die Linke stellt der Kollege De Masi. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte Professor Spengel von der Universität Mannheim befragen und wenn dann auch noch etwas Zeit ist, Herrn Oliver Schröm vom Norddeutschen Rundfunk. Und ich möchte Professor Spengel fragen, Sie haben ja ausgeführt in Ihrer Stellungnahme, man müsse Cum-Cum und Cum-Ex zusammendenken und auch, dass aus Ihrer Auffassung Cum-Ex-ähnliche Gestaltung eben weiterhin möglich sind. Haben Sie auch eben noch mal ausgeführt. Könnten Sie noch mal beschreiben, wo Sie dort eben das größte konkrete Einfallstor sehen und ob so ein Matching von Kapitalertragssteuer, die gezahlt wurden und eben dann den Erstattungsanträgen, ob das, wie das auch in den Anträgen angesprochen ist, Ihnen eine sinnvolle Maßnahme erscheint. Und Herrn Schröm möchte ich gerne fragen, ob Sie aus Ihrer journalistischen Praxis in Ihren Recherchen den Eindruck gewinnen konnten, dass es auch Cum-Ex, also nicht nur Cum-Cum, sondern auch Cum-Ex-ähnliche Gestaltungsmodelle in Deutschland noch gibt und ob Sie das Gefühl haben, dass die Politik das Problem hinreichend erfasst und begriffen hat. Die Frage richtet sich zunächst an Professor Spengel von der Universität Mannheim. Ja, Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäfte, die sind zusammenzudenken. Mehr als 2/3 der deutschen Aktien befinden sich im Ausland und die müssen im Grunde genommen erstmal nach Deutschland kommen. Und es hat sich gezeigt in den praktisch aufgegriffenen Fällen, dass einem Cum-Ex-Geschäft häufig ein Cum-Cum-Geschäft vorausgegangen ist. Die Aktien sind in Deutschland für eine gewisse Zeit und dann werden die nochmal leer verkauft. Dann bin ich sozusagen Cum-Cum, Cum-Ex. Deswegen ist das Ganze zusammenzudenken. Das Kardinalproblem ist der Steuerausländer. Ja, es geht immer dann um eine Erstattung einer deutschen Kapitalertragssteuer nach einem Doppelbesteuerungsabkommen. Cum-Cum haben wir gesehen, das läuft bis heute noch. Ja. Das läuft bei ganz kleinen Banken. Ich habe das aus der Presse zitiert in meiner Stellungnahme Sparkasse Bodensee. Da geht es um hohe zweistellige Millionenbeträge. Und das Finanzgericht Hessen hat ja in einem konkreten Fall Gestaltungsmodelle aufgezeigt, die missbräuchlich sind. Und da stellt sich auch die Frage nach der Strafbarkeit. Cum-Ex-Geschäfte sind strafbar, sie sind illegal und sie funktionieren in heutiger Zeit weiterhin. Der Herr Heist hat es in seiner Stellungnahme skizziert. Ich möchte es nochmal auf den Punkt bringen. Es hat ein Problem bei Clearstream. Wenn Dividenden an Ausländer ausgezahlt werden, dann werden die netto ausgezahlt. Man bekommt eine Steuerbescheinigung und die Kapitalertragssteuer ist noch nicht abgeführt. Und wenn diese Geschäfte nun rückabgewickelt werden, eben über einen Leerverkauf, dann wird die Kapitalertragssteuer einer deutschen Depotbank gutgeschrieben und man bekommt eine zweite Steuerbescheinigung. Der Ausländer hat die weiterhin. Und wie man das verhindern kann, Herr De Masi, das haben Sie im Grunde genommen oder Ihre Fraktion in Ihrem Antrag vom 20. Januar beschrieben, wir müssen die Kapitalertragssteuerabführung und Erstattung, wir müssen das technisch zusammenbringen durch bestimmte Technologien. Das sollte heute möglich sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Spengel. Und der zweite Teil der Frage hat sich an Herrn Schröm gerichtet. Ja, vielen Dank. Journalisten sind ja zuständig für schlechte Nachrichten und dahingehend will ich Sie jetzt nicht enttäuschen in der verbleibenden Minute. Nach unseren Recherchen sind Mutationen von Cum-Ex weiterhin möglich und werden auch umgesetzt. Ich war im Mitinitiator und Leiter einer internationalen Recherchekooperation von 40 Journalisten in 12 Ländern. Wir sind der Frage nachgegangen, ob Cum-Ex auch außerhalb Deutschlands umgesetzt wurde. Die Frage kann ich ganz schnell mit Ja beantworten. Halb Europa ist Opfer, was bis dato nicht bekannt war. Und im Zuge dieser Recherche haben wir uns auch die Frage gestellt,
ob das weiterhin quasi umgesetzt wird. In dem Zusammenhang bekamen wir von einer Quelle aus Dubai ein Market Offer zugespielt. Und für uns war natürlich die Frage, Papier ist geduldig, ist das Papier echt? Oder versucht hier nur jemand was in die Welt zu setzen, ist das Wunschdenken? Wir sind dann in die Rolle von Milliardären geschlüpft. Das klingt jetzt ein bisschen nach Slapstick, war aber eine monatelange aufwendige Operation mit Briefkastenfirmen und. Wir haben dann einen Paper Trail zustande gebracht mit dem Anbieter, der sein Geschäft bei der Warengoldbank in Hamburg gelernt hat. Und siehe da, die Geschäfte sind möglich. Unsere Recherchen wurden dann auch bestätigt von der Europäischen Aufsichtsbehörde Ende 2018 im Zwischenbericht, der da vorgelegt wurde. Marktbeobachtungen haben gezeigt, dass die Geschäfte weitergehen. Der Endbericht, auf den warten wir seit 2 Jahren. Und jetzt auch die Frage, ob die Politik genügend oder ausreichend dagegen vorgeht. Auch die Bankenaufsichtsbehörde wurde beauftragt vom EU-Parlament auf Grundlage unserer Recherche die Sache zu untersuchen. Sie hat dann Fragebögen an sämtliche Aufsichtsbehörden in Europa verschickt. Das Ergebnis wurde im April vorgelegt. Das Ergebnis ist ein Desaster, um es mal freundlich auszudrücken. Es herrscht Uneinigkeit bei den Aufsichtsbehörden. Haben die Uhr im Blick? Noch 10 Sekunden. Es herrscht Uneinigkeit bei den Aufsichtsbehörden in Europa, ob Cum-Ex-ähnliche Geschäfte überhaupt strafbar sind und ob man dagegen vorgehen muss. Das ist also als Ergebnis vielleicht festzuhalten. Vielen Dank. Dankeschön. Die nächste Frage stellt für Bündnis 90 Die Grünen Frau Kollegin Paus. Meine Frage geht nochmal an Herrn Professor Heist. Entschuldigung. An Herrn Heist. An Herrn Heist. Und zwar, Sie hatten ja schon erläutert, dass Ihre Auffassung, dass noch breit möglich ist. Und könnten Sie aber nochmal sagen, wie Ihre Lösung dazu aussieht? Und könnten Sie vielleicht auch was sagen über Ihre Einschätzung, was jetzt die finanzielle Dimension angeht? Ja, vielen Dank für und die Frage. Und wenn da noch Zeit ist, dann würde ich gerne den Kollegen vom Finanzamt Düsseldorf noch mal fragen. Sie hatten gesagt, Ihnen sind, wir können jetzt keine Ziffern nennen, aber Verjährungen bekannt. Uns wurde immer auf Nachfrage vom Bundesfinanzministerium gesagt, Ihnen seien keine Fälle bekannt. Könnten Sie dazu das noch mal sagen? Aber bitte erst mal, Herr Heist. So, die Frage richtet sich zunächst an Herrn Heist. Herr Heist. Vielen Dank, Frau Paus, für die Frage. Anlass zur Sorge gibt es Handelsvolumen über den Dividendenstichtag, dass also bis zum heutigen Tage sehr, sehr große Aktienvolumen über den Dividendenstichtag geschoben werden im Vergleich zum Jahresmittel der Transaktion erheblich erhöht. Nach meinem Börseneindruck ist der Trigger hierfür selbstverständlich Steuern. Es lässt sich nicht anders erklären, warum gerade herum um den Dividendenstichtag herum derartige Volumina verbucht werden, wenn das übrige Jahr das Ganze nicht passiert. Und insofern bin ich mir sicher, dass es sich um steuergetriebene Geschäfte handelt. Nach dem neuen System der Bruttoverbuchung und des Zahlstellenprinzips, Herr Professor Spengel hat es bereits ausgeführt, haben wir eben den Umstand, dass die Steuer bei Zahlungen ins Ausland definitiv einbehalten wird. Es landet eine Nettozahlung im Ausland. Der Steuereinbehalt erfolgt entweder von Clearstream oder auf Ebene der jeweiligen Depotbank, die als letzte inländische Stelle dann den Steuereinbehalt vorzunehmen hat. Das Problem ist aber, dass nach § 44 Absatz 1 Satz 5 ESTG es eben darum geht, dass die einbehaltene Steuer dann abzuführen ist, wenn sie dem Gläubiger der Kapitalerträge letztlich zufließt. Und da möchte ich ganz deutlich auf die bisher wenig bis gar nicht beachtete Rolle von Sondervermögen mit Nichtveranlagungsbescheinigung hinweisen. Wenn eine Bruttodividende in ein solches Sondervermögen mit Nichtveranlagungsbescheinigung hineingebucht wird, dann erfolgt keine Steuerabfuhr, jedenfalls dann nicht, wenn das Geschäftsjahresende des Sondervermögens noch nicht erreicht ist. Damit wird die einbehaltene, aber bis dahin noch nicht abgeführte Steuer in dem Sondervermögen sozusagen zwischengeparkt. Und dann gibt es, das können Sie bereits aus der Steuerrechtsliteratur zum Investmentsteuergesetz aus dem Jahre 2011 nachlesen, den Verfasser zitiere ich jetzt hier nicht, aber sinngemäß wird dort gesagt, dass es einen negativen Ertragsausgleich auf Fondsebene geben muss. Des Weiteren wird selbst vom BMF in Rundschreiben, in öffentlichen, ich habe das in meiner Stellungnahme auch zitiert, darauf hingewiesen, dass es die unterjährige Auflösung dieser Sondervermögen gibt. Und die Frage, wie viele Betriebsprüfungen da durchgeführt werden bei unterjährig aufgelösten Sondervermögen und was mit der Steuerliquidität der Einbehaltenen dann letztlich passiert, ist nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht geklärt. Vielen Dank.
Danke. Der zweite Teil der Frage hat sich an Herrn Glockner vom Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf gerichtet. Frau Paus, die Rückfragen, ich möchte, wir müssen ja zwei verschiedene Verjährungen unterscheiden. Nicht? Einmal die strafrechtliche Verjährung und einmal die steuerrechtliche Verjährung. Die bisherigen Anfragen, und so war es, glaube ich, immer zu verstehen, richteten sich ja in Richtung der strafrechtlichen Verfolgbarkeit. Da ist mir kein Fall bekannt, gegen den wir nicht strafrechtlich vorgehen können. Aber ich darf Ihnen jetzt ja keine einzelnen Steuerfälle nennen, aber ich kenne Fälle, wo zumindest einzelne Jahre verjährt sind, in der steuerlichen Rückforderung verjährt sind. Einer steht in der Zeitung, haben Sie, glaube ich, heute Morgen darüber gesprochen, und den anderen kann ich Ihnen nicht nennen. Vielen Dank, Herr Glockner. Frau Paus hat noch Zeit. Genau. Und die möchte ich nutzen. Ich wollte noch mal nachfragen zu der Ihrer Einschätzung der Größenordnung und ob Sie Vorschläge zur Lösung haben. Ich nehme an, die Frage richtet sich an Herrn Heist. Gut, Herr Heist. Gut, ja, vielen Dank. Also Größenordnung sehr schwierig zu schätzen. Wir haben eine jährliche Auszahlung von Dividenden von in etwa, die Zahlen sind jetzt aus 2018, 2019, 30 bis 35 Milliarden Euro, was an Dividenden ausgeschüttet wird. Wie bereits gesagt wurde von Herrn Professor Spengel, befindet sich die weit überwiegende Anzahl deutscher Dividendentitel, die hier relevant sind, im Ausland. Das ist jetzt mal so grundsätzlich der Rahmen, um den es hier geht. Sie haben viele Ausländer, wir haben es vorhin gesagt, die eine Definitivbesteuerung erleiden. Und diese werden die Aktien brutto verkaufen. Wie hier richtig gesagt wurde, ist der über den Kaufpreis erzielte Gewinn nicht steuerbar. Und insofern können Sie jetzt ausrechnen, was theoretisch der zu verdienende Betrag ist. Vielen Dank, Herr Heist. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der SPD der Kollege Schrodi. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Anzinger. Zum einen, und wenn wir noch dazu kommen, würde ich gerne an Frau von Universität Ulm und danach zu Frau Görkmuhl, das Zentralamt für Steuern. Wir haben gerade vom Herrn Spengel ausgeführt bekommen, dass Cum-Ex-Geschäfte auch nach 2012 in geänderter Form möglich seien. Meine Fragen an Professor Anzinger: Halten Sie es für möglich, dass es eben weitere Möglichkeiten besteht, Cum-Ex-Geschäfte nach 2012 durchzuführen, und wären solche Geschäfte auch rechtmäßig? Und an Frau Görg, ist es richtig, dass Clearstream sofort eine Steuerbescheinigung ausstellt, wenn quasi der Steuerausländer die Nettodividende ausgezahlt bekommt? Jetzt habe ich es ein bisschen komisch formuliert. Also ausgezahlt wird, das sind die zwei oder drei Fragen. Danke. Vielen Dank, Herr Schrodi. Die Frage richtet sich zunächst an Professor Anzinger von der Universität Ulm. Ja, vielen Dank. Für mich ist immer schwierig, wenn ich solche Beschreibungen lese, nachzuvollziehen, was bedeutet eigentlich möglich. Denn natürlich ist es auch möglich, dass ich in meiner Steuererklärung angebe, dass ich mir schwarze Socken gekauft habe und die jetzt als Werbungskosten geltend machen möchte. Wenn ich das offenlege, ist es keine Steuerhinterziehung, aber das Finanzamt wird trotzdem sagen, das geht nicht, die kann man nicht als Werbungskosten abziehen. Und so ist es auch bei diesen Gestaltungen hier. Wenn da Steuerbescheinigungen ausgestellt worden sind, dann kann das darauf hindeuten, dass es rechtswidrig war. Und dann muss man der Sache natürlich nachgehen. Wenn Sie mich fragen, lässt das Recht es zu, dass solche Steuerbescheinigungen ausgestellt werden und deshalb auch Steuern erstattet werden, muss man ergänzen, dass allein mit der Steuerbescheinigung noch keine Steuererstattung erlangt werden kann. Es müssen zwei Dinge erfüllt sein. Die Steuerbescheinigung muss vorgelegt werden und es muss ein Steuerabzug vorgenommen worden sein. Und gerade bei den Cum-Fake-Gestaltungen war mein Eindruck, dass da tatsächlich jetzt im Einzelnen geprüft wird, was ist da passiert, und nicht allein die Steuerbescheinigung noch zur Grundlage genommen wird. Wenn nun aber in diesen Gestaltungen, die als Market-Claim-Gestaltung, Reverse-Market-Claims-Gestaltungen beschrieben werden, tatsächlich hier solche Geschäfte durchgeführt worden sind, da muss man noch mal genau nachfragen, hat denn hier die Wertpapiersammelbank tatsächlich eine Steuerbescheinigung ausgestellt? Nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes dürfte sie es nur tun, wenn ein Steuereinbehalt vorgenommen worden ist. Und wenn das wieder zurückgebucht worden ist, dann müsste diese Steuerbescheinigung auch wieder einkassiert werden. Die müsste dann zurückgefordert berichtigt werden. Und Herr Spengel hat das in seiner Stellungnahme auch richtig geschrieben. Wenn das nicht passiert, dann haftet die Wertpapiersammelbank dafür. Man muss also nur dafür sorgen, dass tatsächlich auch das Recht durchgesetzt wird. Die Frage, die man stellen muss, mit welchem Aufwand kann man eigentlich unterbinden, dass diese Geschäfte stattfinden? Und da hat der
Bundesrechnungshof, finde ich, schon auch die richtigen Hinweise gegeben. Im Moment erscheint mir der Aufwand für alle Seiten enorm zu sein, sowohl für die Finanzverwaltung als auch für die Depotbanken, als auch für die Wertpapiersammelbanken, die sich vielleicht auch rechtstreu oder ich vermute rechtstreu verhalten wollen. Und da sollte man tatsächlich drüber nachdenken, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das System so weiterzuentwickeln, dass es sowohl für die Finanzbehörden als auch für die Wertpapiersammelbank, als auch für die Depotbanken mit weniger Vollzugsaufwand und gestaltungsfeindlicher abzuwickeln ist. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, denn unser Kapitalertragssteuersystem ist extrem komplex. Das ist nicht nur in Deutschland, das ist auch in anderen Staaten. Herr Heiß hat in seiner Stellungnahme auf eine Anhörung im US-Senat hingewiesen. Die betraf das US-amerikanische System, also auch da scheint es Probleme zu geben. Jetzt muss ich aber, glaube ich, der Kollegin vom Bundeszentralamt für Steuern auch noch ein bisschen Zeit lassen. Danke, dass Sie mich hier genannt haben. Vielen Dank. Zweite Teil der Frage richtet sich an Frau Görg vom Bundeszentralamt für Steuern. Ja, vielen Dank. Ich finde die Frage sehr wichtig, ob Clearstream schon während des Market Claim Prozesses Steuerbescheinigungen ausstellt oder nicht, weil es letztendlich die Frage beantwortet, ob Clearstream also zu viel Steuerbescheinigungen letztendlich ausstellt, also mehr Steuerbescheinigungen als eigentlich Steuer abgeführt wurde. Und da kann man ganz klar sagen, dass in dem Handbuch, was Clearstream ja selbst veröffentlicht, das genau so dargestellt wird, dass das nicht der Fall ist. Nämlich erst nach Abschluss der Market Claim Periode wird die Steuerbescheinigung ausgestellt, sodass wir die Erkenntnis haben, dass oder nicht davon ausgehen können, dass nach 2006 wirklich noch Cum-Ex-Geschäfte durchgeführt wurden, nach 2012 Cum-Ex in dem Sinne, dass ich wirklich eine doppelte Kapitalertragssteuererstattung habe, obwohl nur einmal Kapitalertragssteuer abgeführt wurde. Und ich denke, da muss man ganz eindeutig unterscheiden zwischen Cum-Ex und anderen Geschäften, die vielleicht noch möglich sind. Vielen Dank, Frau Görg. Die nächste Frage stellt für die Fraktion CDU/CSU der Kollege Günzler. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Heinrich vom Finanzamt München Steuerfahndung. Es ist wieder die Frage, haben Sie das notwendige Instrumentarium? Welche Fälle kennen Sie, die sozusagen nach Cum-Ex gekommen sind? Und vielleicht beantworten Sie auch das Thema zur Verjährung, das ist Problematik. Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Herrn Heinrich von der Finanzamt München, Abteilung Steuerfahndung. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, die Ausstattung in München ist sehr gut. Die personelle Ausstattung wurde den Fällen angemessen getroffen. Wir haben hier ein spezielles Sachgebiet, das eingerichtet worden ist, nur speziell für Cum-Ex-Fälle. Die technische Ausstattung wäre vielleicht ein bisschen verbesserungswürdig, denn wir sprechen hier von Fällen, die man hier in der Finanzverwaltung so nicht kennt. Und da kommt auch mal die Technik ein bisschen ins Schwitzen und hier wären wir mit einer etwas besseren technischen Ausstattung gut bedient. Aber vom Personal her, es ist keine Frage der Personen, wie viel Personen ich da reinstecke. Es ist eine Frage der Organisation als solche. Und das haben wir in München sehr gut gelöst. Wir haben also keine Notwendigkeit, jetzt noch enorm Personal zuzuführen. Wir können alle unsere Fälle abarbeiten. Wir haben auch kein Verjährungsproblem. Wir werden bis Ende des Jahres 87% der Steuern zurückfordern und für die restlichen 13% sind Hemmungstatbestände gegeben, wo es eben zu keiner Verjährung kommt. Und auch strafrechtlich drückt uns keine Verjährung. Die Frage nach neuen Fällen, wir haben einen Blick drauf, wir haben einen Blick auf die ADRs, wir haben einen Blick auf Cum-Cum. Hier sind wir im regen Austausch auch mit der Staatsanwaltschaft, die jeden Fall, der uns Cum-Cum gemeldet wird, anschaut und sagt, ob strafrechtlich was veranlasst ist oder nicht. Bei den ADRs ist Bayern in der günstigen Position, dass wir keine Hinterlegungsbank haben, aber auch hier sind wir gewappnet, falls etwas kommen sollte. Wir haben es im Blick. Wir beobachten jetzt auch die neue Entwicklung, die jetzt seit der Durchsuchung vor 2-3 Wochen im Gespräch ist, eben dieses Reverse Market Claim. Auch hier ist es für uns Neuland, aber wir haben ein Auge drauf und ja, personelle Ausstattung ist okay.
Vielen Dank, Herr Heinrich. Eine Rückfrage für 2 Minuten. Ja, ich komme, glaube ich, danach noch mal mit 5 Minuten. Dann nehme ich die, dann schenke ich die 2 und. Gut, meine Frage richtet sich nämlich an Herrn Professor Spengel und dem wollte ich mehr als 2 Minuten geben. Es ist die Frage, Sie haben es ja adressiert, Cum-Cum, das Problem. Wir haben ja damals bei dem Investmentsteuerreformgesetz den 36a ESTG eingeführt. Halten Sie den nicht, ich vermute nicht für ausreichend? Was sollten wir anders machen? Wie sollten wir ihn anders gestalten oder was sollten wir klarstellen? Die Frage geht an Herrn Professor Spengel von der Universität Mannheim. Der Paragraph 36a Einkommensteuergesetz, der ändert nichts an der Tatsache, dass man durch Gestaltungen eine Kapitalertragssteuer auf Dividenden erstattet bekommt und der Erstattungsanspruch einem nicht zusteht, wie es das Hessische Finanzgericht unlängst entschieden hat. Der 36a, der hat über die längeren Haltedauern, die erforderlich sind, erhöht er die nicht steuerlichen Kosten dieser Gestaltungsmodelle in Form von Kurssicherungsgebühren, aber in einem Nullzinsumfeld sind diese Kosten unerheblich. Die Symptome sind zu kurieren und das heißt nochmal, wir müssen im Rahmen des Paragraphen 49 Wertpapierleihgebühren, das ist ein Surrogat für die Dividende und Veräußerungsgewinne der beschränkten Steuerpflicht unterwerfen. Und wir wissen auch, ne, dass es nach einem Doppelbesteuerungsabkommen keinen Besteuerungsanspruch gibt. Aber man muss die Ermäßigung beantragen. Und wenn ich sozusagen mal die Daumen drauf habe auf der Steuer, ja, dann kann ich durch ein wasserdichtes Erstattungsverfahren, in dem der gesamte Sachverhalt offenzulegen ist, ja, vermeiden, dass es zu einer ungerechtfertigten Erstattung von Steuern kommt. Jetzt wollte er aber nur 2 Minuten, Herr Günzler. Ja, aber der Herr Heist hat so kräftig genickt, dann würde ich ihm die Chance geben, das auch noch mit Worten zu untermalen. Die Frage Vielen Dank. Geht an Herrn Heist. Vielen Dank, Herr Günzler. Der 36a ESTG hat ja, wenn ich mich jetzt recht entsinne, derzeit ein Mindestkurspreisrisiko von 70% vorgesehen. Dazu möchte ich ganz grundsätzlich sagen, dass es bei einer Großbank aus meiner Perspektive wahrscheinlich für eine Betriebsprüfung unmöglich ist, sämtliche konzernweiten derivativen Konstrukte zu berechnen, die zu einer faktischen Absicherung irgendeiner Aktienposition führen können. Also wenn Sie sich die Derivatebücher von Großbanken mal vorstellen, da sind ja verschiedene Bücher innerhalb der Bank, dann haben wir verschiedene Banken innerhalb des Konzerns und verschiedene Tochtergesellschaften innerhalb und außerhalb des Konsolidierungskreises. Und wenn Sie jetzt über alles, ich erinnere an die Formulierung nahestehende Personen im 36a ESTG, damit sind Gesellschaften gemeint, juristische Personen ebenso wie natürliche. Und da haben wir einfach das Problem, dass es schon bei der Ermittlung dieses Wertänderungsrisiko von 70% für mich, vielleicht kann die Finanzverwaltung dazu noch was sagen, faktisch unmöglich erscheint, das wirklich sicher auszurechnen, ob dieses Wertänderungsrisiko besteht. Zum anderen möchte ich ausdrücklich sagen, dass § 36a ESTG hier einen Zustand beschreibt, den es nicht gibt. Sie werden keine offene Buchposition mit 70% Wertänderungsrisiko vorfinden in einer Bank. Das ist nicht denkbar. Die Portfolien sind immer gehedged. Selbstverständlich sind die gehedged. Sie müssten sich mal überlegen nach den Basel-Kriterien, was Sie an Kernkapital unterlegen müssten, wenn die Banken in diesem Volumen offene Positionen hätten. Das wäre unmöglich. Sie werden kein Sondervermögen finden. Sie werden keinen Aktienbestand finden, der auch nur 10% Wertänderungsrisiko hat im Jahresmittel, weil Sie das überhaupt gar nicht abgebildet kriegen mit den entsprechenden Mindestkapitalanforderungen, die halt solvenzrechtlich vorgeschrieben sind. Deswegen ist es wahrscheinlich schwierig festzustellen, welcher Hedge ist jetzt bezogen auf den Kursverlust brutto an der Börse infolge der Dividendenauszahlung und arbitriert eben den Unterschied zwischen brutto und netto aus, weil das ist der Motor aller Geschäfte, über die wir hier sprechen, dass jemand, der die Definitivbesteuerung erleidet, Herr Professor Spengel hat es gesagt, einen steuerfreien Veräußerungsgewinn erzielt. Das ist ja eine Tatsache. Wer verbietet mir denn, mein Wertpapier zu verkaufen, wenn ich eben eine Definitivbesteuerung erleide? Das passiert selbstverständlich. Und die Frage, wie der Hedge sich da im Einzelnen auswirkt,
ist kaum zu beantworten. Ich weise nochmal darauf hin, dass es bilaterale Nebenabreden geben kann, die sich eben nicht nur über eine Leihgebühr erstrecken, sondern auch sonstige zivilrechtliche Nebenabreden, die zur Verlagerung der so erzielten Gewinne führen. Das ist ein unendliches Universum. Wir befinden uns hier im Bereich der Privatautonomie. Sie können da vereinbaren, was Sie wollen. Und das Hase-Igel-Spiel, das kennt jeder Finanzbeamte, das geht eben gerade bei der Privatautonomie nahezu endlos weiter, weil immer neue Wege gefunden werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Heiß. Die nächste Frage stellt für die AfD-Fraktion Herr Gottschalk. Ja, vielen Dank, Frau Hessel. Meine Frage richtet sich zunächst an Professor Dr. Tim Florstedt, EWS-Universität für Wirtschaft und Recht. Auch da geht es in die gleiche Richtung. Sie kritisieren, das klingt ja auch im Raum oft bei den Fragen mit, ich zitiere, die Reformkräfte haben bislang nicht dazu gereicht, ein modernes und dematerialisiertes Effektenrecht einzuführen. Wir haben es eben ja auch eben gehört, Clearstream, modernen Erfordernissen Rechnung tragen. Wie es in den Vereinigten Staaten oder in der Schweiz geschehen ist. Können Sie uns hier vielleicht erklären, was die Vereinigten Staaten und die Schweiz besser gemacht haben und wie wir das hier vielleicht in Deutschland ansatzweise umsetzen können? Und das, was Herr Schrömm eben gesagt hat, das beunruhigt mich ja dann schon. Die Frage richtet sich an Professor Dr. Florstedt, EBS-Universität für Wirtschaft und Recht. Entschuldigung, vielen Dank für die Frage. Darf ich nochmal die Rückfrage stellen? Was meinten Sie den Brückenschlag zu der Aussage von Herrn Schrömm? Was meinten Sie damit? Naja, wir haben ja doch hier einen gewissen Gegensatz stehen, dass einerseits gesagt wird, Cum-Ex ist seit 2006 und mit vielen anderen Dingen nicht mehr möglich. Wir haben ja auch Schilderungen, wie es doch möglich sein könnte. Und Sie haben in Ihren Ausführungen ja gesagt, das kann schon ein Erfordernis, ein dematerialisiertes, weist ja darauf hin für mich, dass man sagt, wir müssen den Erfordernissen eines modernen, internetbasierten Millisekundenhandels Rechnung tragen. Und da würde ich gerne von Ihnen hören, was Lösungsvorschläge, insbesondere am Beispiel der Vereinigten Staaten und der Schweiz, die Sie ja nennen, sein könnten und wie wir die vielleicht auf deutsche Gegebenheiten übertragen könnten. Ja, gut, vielen Dank. Ich will mal ganz einfach anfangen. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, wie man eine Aktie überträgt. Eine Aktie übertrage ich nicht, wie man das denken würde, im Computer, digital, sondern durch Übergabe eines Papiers. Durch Übergabe eines Papiers. Also Sie übereignen eine einzige Aktie, die irgendwo im Tresor bei der Clearstream liegt, indem Sie ein gedachtes Papierstück übergeben. Das können Sie im Grunde dem Markt nicht vermitteln. Das können Sie im Grunde gar niemandem vermitteln. Und die Amerikaner und die Schweizer haben das längst in ein modernes digitales Effektenverkehrssystem umgestellt. Wir schaffen das seit Jahrzehnten in Deutschland nicht. Da gibt es ganz viele Reformvorschläge. Und was ich nur sagen wollte, ist, das wird gerade reformiert. Aber man schafft es nicht so richtig, von diesem Sachenrecht loszukommen. Und da liegen auch die zivilrechtlichen Vorbedingungen, die Cum-Ex verursacht haben. Und man blendet das einfach aus. Also wenn man im Grunde grundsätzlich anfängt, müsste man dort erstmal anfangen. Und die Reformkräfte reichen seit 20 Jahren nicht. Aber im Grunde müsste man das heute hier mitdiskutieren. Tut man aber nicht. Nachfrage, könnte das am Abstraktionsprinzip unseres deutschen Rechtssystems liegen? Und wie könnte man das dann an der Stelle eventuell verbessern? Naja, das ist im Grunde die Idee, die mit dem Kapitalertragssteuer, mit diesem Etikettensystem, das ist ja auch sehr zweifelhaft. Warum muss man bei einer Spende ein Original einreichen? Bei einer Aktie aber nicht. Das ist ja das, was wir heute schon mehrfach gehört haben. Da gibt es ganz viele Vorschläge, wie man das ändern kann. Und jetzt wäre natürlich der große Wurf, dass man das Depotrecht ändert, indem wir digitale Aktien haben. Und mit der digitalen Aktien sind dann die Kapitalertragssteuerbescheinigungen gleich mit verbunden. Und dann können Sie auch nachvollziehen, wer das ist. Da sind wir aber 10 Jahre von entfernt. Herr Gottschalk, Sie haben noch 1,30. Dann würde ich noch mal Herrn Schrömm vielleicht bitten, er setzte so schön auf, Sie haben sich umgehört und auch in Europa gibt es Staaten, die dann eben entsprechend das nicht als Straftatbestand sehen, was Sie geschildert haben. Könnten Sie hier Schwerpunkte bilden? Gibt es da klassische Länder, die auch früher sich schon sehr in Steuervermeidungsstrategien bekannt gemacht haben? Könnten Sie da Länder, Namen, Fakten, Zahlen, Daten, Reiter nennen? Dann geht die Frage für 1:08 an den Herrn Schrömm. Das kann ich leider nicht, weil der Report der IBA, der Bankenaufsichtsbehörde, ist anonymisiert. Also die haben nicht kenntlich gemacht, welche Aufsichtsbehörde in Europa wie geantwortet hat. Die haben das nur summarisch aufgelistet. Und ich glaube, 9 der Gefragten waren sich unsicher, ob Cum-Ex oder Cum-Ex-Mutation in ihren Ländern überhaupt strafbar ist, ob man dagegen vorgehen kann und soll.
Und was in diesem Report halt auch ins Auge sprang, und der ist von April diesen Jahres, dass es überhaupt keinen Austausch, Kommunikation unter den Aufsichtsbehörden in Europa gibt. Und ich glaube, das ist einfach ein schwerwiegendes Problem, dass da es fehlt am Austausch. Vielen Dank, Herr Schrömm. Dann sage ich danke für die geschenkten 20 Sekunden. Und die nächste Frage für die SPD-Fraktion stellt wieder Kollege Schrodi. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Lotzgeselle vom Hessischen Finanzgericht. Es geht auch da immer um die Frage von Cum-Ex und der juristischen Aufarbeitung. Das Hessische Finanzgericht hat ja in Cum-Ex-Fällen trotz Vorlage einer Kapitalertragssteuerbescheinigung eine Steuererstattung versagt. Mich würde interessieren, mit welcher Begründung, vor allen Dingen auch welche Kernaussagen hat das Gericht in seinen Entscheidungen getroffen, und damit die Frage nochmal, weist denn das Gesetz eine Lücke auf, die es irgendwie ermöglichen würde, einmal gezahlte Kapitalertragssteuer sich mehrmals erstatten zu lassen? Die Frage geht an Herrn Lotzgeselle vom Hessischen Finanzgericht. Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal, die Gerichte befassen sich ja immer mit abgeschlossenen Sachverhalten und arbeiten diese rechtlich auf. Und das Problem ist oft, dass diese Sachverhalte erst Jahre später zu uns kommen. Und das ist im Prinzip auch insbesondere misslich bei diesen Cum-Ex- und Cum-Cum-Sachen, wo die Verjährung droht. Zu Ihrer Frage konkret, ich beginne mal mit dem Ergebnis, also mit der dritten Frage. Die rechtliche Prüfung hat gezeigt, dass das Gesetz aus 2006 seinerzeit keine Lücke aufwies, die eine mehrfache Erstattung einmal gezahlter Kapitalertragsteuer zugelassen hat. Ausgangspunkt ist vom Steuergesetz, dass anrechnungsberechtigt der Anteilseigner ist. Das ist der wirtschaftliche Eigentümer, der die Dividendeneinkünfte erzielt. Und wirtschaftlicher Eigentümer, das sind die Kernaussagen unserer Entscheidungen, ist regelmäßig derjenige, auf dessen Depot sich die Aktien zum Ausschüttungszeitpunkt befinden. Ihm wird die von der Aktiengesellschaft ausgeschüttete Dividende und die darauf einbehaltene Kapitalertragssteuer zugerechnet. Die Annahme, die in der Literatur und den einschlägigen Kreisen zunächst kursierte, wirtschaftliches Eigentum gehe bereits mit Abschluss des schuldrechtlichen Aktienkaufvertrages über, das würde in der Konsequenz zu einem mehrfachen wirtschaftlichen Eigentum führen, und das ist, lassen Sie es mich mal deutlich sagen, juristischer Unsinn. Denn wirtschaftliches Eigentum setzt gerade voraus, dass man den bisherigen Eigentümer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut ausschließen kann. Und das kann man nicht, wenn der zivilrechtliche Eigentümer weiterhin über die Aktien verfügen kann. Was die Kapitalertragssteuerbescheinigung betrifft, hat diese Kapitalertragssteuerbescheinigung nach dem Gesetz eine doppelte Funktion. Sie ist zum einen Voraussetzung für die Absehbarkeit der Kapitalertragssteuer und zum anderen liefert sie einen Anscheinsbeweis für die Einbehaltung der Kapitalertragssteuer, jedoch keinen Vollbeweis. Das ist letztlich das Entscheidende. Und wenn in den Fällen neben der Kapitalertragssteuerbescheinigung für die einbehaltene Kapitalertragssteuer auf die originäre Dividende weitere Kapitalertragssteuerbescheinigungen ausgestellt worden sind, da der Aktienkäufer Zahlungen in Höhe der Nettodividende erhalten hat über seine Depotbank, dann ist das vom Gesetz her regelmäßig zu Recht erfolgt, und zwar ist da die Einbehaltung der Kapitalertragssteuer aus Dividendenkompensationszahlungen bescheinigt worden, wenn die Zahlung durch eine inländische Depotbank des Aktienverkäufers erfolgte. Denn für diese bestand die Verpflichtung zur Einbehaltung der Kapitalertragssteuer.
Wichtig ist die Aussage des Gerichts, dass die Kapitalertragssteuer auf jeder Handelsstufe, also für jede Dividendenzahlung, die von Clearstream letztlich vorgenommen wird, von der inländischen Depotbank zu erheben ist. Und das war in den von uns entschiedenen Fällen letztendlich auch die Sollbruchstelle, und zwar die Schnittstelle zwischen den unterschiedlichen Anknüpfungspunkten, einmal im Steuerrecht und zum anderen bei den Börsenabläufen. Denn die steuerrechtlichen Regelungen, die knüpfen an der Anrechnung am Eigentum an, währenddessen die Kapitalertragssteuereinbehaltung und die Ausstellung der Kapitalertragssteuerbescheinigungen sich nach den schuldrechtlichen Abläufen, also dem Abwicklungssystem bei Clearstream im Rahmen des Marketing-Claims richtete. Herr Lotz, und, Sie müssten langsam zum Ende kommen. Ja. Und hier war das Problem, statt wie gesetzlich vorgeschrieben Kapitalertragssteuer auf die Dividenden aus den Aktienverkäufen einzubehalten, haben die inländischen Depotbanken zunächst eine Verrechnung der Aktienverkäufe mit gleichartigen Aktienkäufen vorgenommen und haben nur auf den Dividendenausgleich Kapitalertragssteuer einbehalten. Ich bin gleich soweit. Und diese Verrechnung führte letztendlich dazu, durch initiierte Kettengeschäfte, dass auf die Dividendenzahlung der Aktienverkäufe hier keine Kapitalertragssteuer einbehalten wurde. Dadurch ist halt der Schaden entstanden. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Der nächste Fragner ist für die Fraktion CDU-CSU, Kollege Günzler. Und ich würde bitte Professor Florstedt bitten, das Mikrofon wieder auszumachen. Danke. In Anbetracht der Zeit verzichten wir auf unser Fragerecht und wollen den kleinen Fraktionen noch die Möglichkeit geben, weitere Fragen zu stellen. Vielen Dank, Herr Günzler. Dann ist für die Fraktion der FDP Kollege Herbrandt dran. Vielen Dank an die CDU, das ist sehr großzügig. Mich interessiert zunächst einmal noch die Einschätzung des Bundeszentralamts für Steuern und auch die Einschätzung von Professor Florstedt. Gibt es nach Ihrer Einschätzung derzeit Hinweise oder Anzeichen dafür, dass es neben den bekannten Cum-Ex, Cum-Cum und Cum-Fe-Geschäften aktuell auch noch andere Geschäftsmodelle gibt, bei denen es zu unberechtigten Steuererstattungen kommt oder kommen kann? Herr Florstedt? Ja, zunächst einmal das Bundeszentralamt für Steuern. Das Bundeszentralamt für Steuern. Dann Frau Görg. Ja, ich hatte das ja eingangs schon mal erwähnt, dass man sehr klar unterscheiden muss zwischen Cum-Ex, also der doppelten Erstattung, und den übrigen Gestaltungen, also Cum-Cum-Geschäften oder auch ADR-Geschäften oder auch das, was im Moment hier auch im Raum war unter Reverse-Market-Claim-Gestaltung. Da geht es letztendlich, wenn es solche Gestaltungen wirklich gibt, und dazu gibt es vielleicht Anhaltspunkte, aber dass das tatsächlich so gemacht wurde, da ist mir jedenfalls nichts bekannt. Da geht es letztendlich eigentlich nur darum, dass der Falsche die Kapitalertragssteuer erstattet bekommen hat. Insofern handelt es sich nicht um eine doppelte Kapitalertragssteuergestaltung. Letztendlich hat das was damit zu tun, dass freie Kontingente ausgeschöpft werden und dann letztendlich, wie gesagt, also nicht die Steuerbescheinigung nicht für den Anteilseigner ausgestellt wird, sondern für eine andere Person. Aber ob sich das wirklich bekräftigt, dass es diese Gestaltungen gibt, soweit sind wir noch nicht, was die Ermittlungen angeht. Vielen Dank, Frau Görg. Und jetzt Professor Dr. Florstedt. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ich habe mich auch in der Vorbereitung gefragt, welche Relevanz hat das heute? Und ich glaube, wenn Sie heute zugehört haben, haben sich das alle gefragt. Und ich will mal resümieren, was dabei rumgekommen ist. Nach 2012 gibt es keine Cum-Ex-Geschäfte mehr. Gar keine. Die ADR-Geschäfte waren in Amerika vereinzelt. Deutschland war auch betroffen. Die scheint es auch nicht mehr zu geben. Niemand hat einen einzigen Fall mit einer Erstattung nach 2012 gefunden, mit einer unrechtmäßigen Erstattung. Und das sind die sogenannten Cum-Cum-Fälle, über die wir heute reden. Die Fälle, die jetzt in der Presse sind, das sind Fälle, die liefen bis 2016. Danach
vereinzelt. Jetzt haben wir zwei Dinge gehört heute, die heute noch relevant sind. Das ist dieser Kunstformfall mit einer vorgeschalteten Stiftung. Das ist ein Fall, den kann man abends mal unter Kollegen erzählen, der hat Unterhaltungswert. Das ist wirtschaftlich jetzt nicht sehr ernstzunehmend. Und dann gibt es noch das, was Herr Spengel gerade sagt oder was Herr Heiß gesagt hat. Es ist natürlich vorstellbar, dass unter dem sehr, sehr scharfen 36a heute die Konzerntochter die Aktien 91 Tage hält und dass man dann die Sicherungsgeschäfte verschweigt. Das kann man sich vorstellen. Das wird beobachtet. Dazu gibt es jetzt auch schon eine Evaluierung insgesamt. Ach so, dann vielleicht noch einen letzten Punkt. In Vorbesprechung hier mit dem Kollegen vom Finanzamt München, den Namen habe ich jetzt leider vergessen. Sie hatten gefragt, warum ist es eigentlich so, dass nichts mehr passiert? Dubiose Fondsangebote gibt es nicht mehr. Keiner konnte heute sagen, dass das jetzt wirklich noch relevant ist. Warum? Im Markt greift das, was geschehen ist. 1000 Verurteilte, möglicherweise 1000 Angeklagte. Sie verzichten heute lieber auf die Erstattung, als sie zu beantragen. Das im Grunde, also ich glaube, das hat sehr gewirkt, was der Gesetzgeber getan hat. Das ist mein Eindruck aus so den Überlegungen. Ist das noch relevant? Vielen Dank, Herr Professor Vollerstedt. Herr Herbrand hat noch 1,20. Ja, vielleicht kriege ich da noch was hin. Dann noch eine Frage an den Herrn Richter Helmut Lotzgesell vom Hessischen Finanzgericht. Sie schreiben auf Seite 7 Ihres Gutachtens, gleichwohl ist es bisher mit einzelnen Ausnahmen in Bayern und Nordrhein-Westfalen kein Haftungsinanspruchnahme von Depotbanken durch die Finanzverwaltung für die rechtswidrig nicht einbehalten und demzufolge zu Unrecht erstattete Kapitalertragssteuer bekannt geworden. Da würde mich interessieren, wie Sie das bewerten und was Sie sich da wünschen, wenn Sie das in 55 Sekunden hinbekommen. Herr Lotzgeselle vom Hessischen Finanzgericht. Ja, wünschen tue ich mir, dass in diesem Bereich entsprechende personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um diese Fälle aufzuklären. Ich denke, anhand der Kapitalertragssteueranmeldung der einzelnen Banken lassen sich Rückschlüsse ziehen aus der Anzahl der Geschäfte, dass man darauf, dass entsprechende Geschäfte vorgenommen worden sind und da muss man eben ermitteln vor Ort. Vielen Dank, Herr Lotzgeselle. Dann machen wir weiter mit der Fraktion Die Linke, Kollege De Masi. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an die großzügige Geste von der Union. Ich will hier nochmal zurückkommen auf dieses, ich nenne das jetzt mal untechnisch, digitale Matching von Auszahlungen und Erstattungsanträgen, das ja wir hier am Anfang schon thematisiert haben. Und da möchte ich einfach fragen, auch nochmal Herrn Professor Spengel, aus Ihren in Gesprächen mit Entscheidungsträgern oder mit Praktikern aus der Finanzverwaltung. Was ist denn aus Ihrer Sicht vielleicht der größte Hinderungsgrund, dass das tatsächlich umgesetzt wird? Ist das der Föderalismus oder was wird Ihnen da so geschildert? Und eine Frage an Oliver Schröm. Sie hatten ja ausgeführt nochmal, dass die Europäische Aufsichtsbehörde, ich glaube die ESMA, noch einen Bericht zu liefern hätte seit 2018, der noch nicht angeliefert wurde. Was ist denn da die Begründung, die geliefert wird? Und hielten Sie es für begrüßenswert, wenn da die politische Ebene sozusagen mal nachhakt an der Stelle und nur noch, wenn Zeit ist, den Kollegen vom Finanzamt München, ob er einfach nur sagen kann, wie viele Fälle dort momentan mit Cum-Bezug überhaupt nachgegangen wird, mit wie viel Personal? Dann probieren wir das mal sportlich. Herr Professor Spengel, Universität Mannheim. Ja, also das Hauptproblem, das wir haben im Zusammenhang mit der Kapitalertragssteuer, ist der Fiskalföderalismus. Die Steuer wird, wenn sie abgeführt wird, ans Finanzamt bezahlt. Das ist eine Landesbehörde und die Bescheinigung erfolgt in Bonn durch das Bundeszentralamt für Steuern. Und diese Behörden sind nicht miteinander vernetzt, wie auch so vieles in der Finanzverwaltung noch analog läuft. Und um das mal ganz deutlich zu sagen, also so könnte man nicht mal einen privaten Drei-Personen-Haushalt führen, wie hier sozusagen mit Steuereinnahmen und Erstattungen umgegangen wird. Ich glaube, Herr Florstedt hat das richtige Stichwort gegeben. Ja, also wir müssen im Grunde genommen, also im Zeitalter der Digitalisierung,
die gezahlte, ans Finanzamt gezahlte Kapitalertragssteuer markieren und das sozusagen zusammenfügen mit einem Steuerbescheid. Das ist technisch möglich und da würde ich, sagen wir mal, alle Anstrengungen hinsetzen, da zu investieren, und das tut unserem Land nur gut. Und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass im Moment am Markt gar nichts mehr läuft. Ich hätte mal gerne gewusst vom Bundeszentralamt für Steuern, wie hoch denn die Erstattungen waren in den letzten Jahren und wie hoch sie heute sind und wie hoch die Einnahmen sind. Das weiß niemand. Und von daher, sage ich mal, besteht wirklich dringender Handlungsbedarf, das zu modernisieren. Vielen Dank, Professor Spengel. Herr Schröm mit 1,56 und vielleicht noch Zeit für Herrn Heinrich. Ja, vielen Dank. Die ESMA ist die ESMA ist diesen Bericht seit über 2 Jahren schuldig. Nach unserer Veröffentlichung hat das Europäische Parlament eine Resolution erlassen, die beinhaltete auch die Untersuchung, und der wurde ja nachgegangen. Und sie hat ja umgehend einen Zwischenbericht abgeliefert, der auch wirklich erschütternd war, weil sie bestätigt hat, dass zumindest bis Ende 2018, so lange lagen Daten vor, solche Geschäfte in Europa stattgefunden haben. Auch in Deutschland geringer als in anderen Ländern, weil da der Ermittlungsdruck doch auch Wirkung zeigt. Aber warum seit 2 Jahren kein Abschlussbericht geliefert wird, kann ich leider nicht beantworten. Ich glaube, da muss die Politik die Antwort liefern, beziehungsweise einfach auch den Druck auf die ESMA ausüben, dass die endlich liefern. Und ich denke, wir warten alle gespannt auf diesen Abschlussbericht. Vielen Dank. Dann Herr Heinrich, Finanzamt München, Steuerfahndung. Ja, dann schicke ich mich, dass ich auch fertig werde. Wir prüfen aktuell 7 Komplexe. Das heißt, ein Komplex kann aus mehreren eigenen Fällen bestehen. Insgesamt sind es 12 Fälle. Darauf angesetzt sind 12 Prüfer und ein Fahnder aus der IT. Diese Ausstattung reicht. Das ist alles, wie gesagt, habe ich zuerst schon mal gesagt, eine Frage der Organisation. Und wenn die vernünftig funktioniert, kann es auch mit 12 Leuten funktionieren. Und bei Bedarf könnte ich, so auch die Zusage der Amtsleitung, jederzeit nachfassen. Doch aktuell besteht kein Bedarf. Wir haben weder einen Verjährungsdruck noch irgendeinen anderen Druck. Also wir werden mit unserem Personal fertig. Ja, vielen Dank für diese Punktlandung. Dann, Herr Günzler verzichtet auch auf die nächste Frage. Herzlichen Dank dafür. Dann geht die nächste Frage an Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kollegin Paus. Ja, meine Frage geht an Herrn Fiedler, und von ihm würde ich auch gerne noch mal wissen, wie er einschätzt die derzeitige personelle Ausstattung und insgesamt die Ermittlungsressourcen in den ganzen Cum-Ex-Fällen. Ne, wir kennen einige Zahlen, aber vielleicht könnten Sie uns noch mal gesamt ins Bild setzen, was Ihre Einschätzung ist, was die Ressourcen angeht auf der einen Seite und der Dimension des aufzuarbeitenden Komplexes auf der anderen Seite. Vielen Dank. Die Frage geht an Herrn Fiedler, Bund Deutscher Kriminalbeamter. Herr Fiedler. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen herzlichen Dank für die Frage. Ich werde andere Texte versuchen jetzt unterzubringen, denn mein Blick auf die Wirklichkeit in Nordrhein-Westfalen zumindest ist ein deutlich anderer, als der gerade dargestellt worden ist. Wir haben vom Kollegen Eigenthaler schon gehört, dass wir 70 Verfahren dort mit etwa 900 Beschuldigten derzeit in der Bearbeitung haben, inklusive einer Handvoll Kriminalbeamter, die noch dabei sind, haben wir unterhalb von 30 Ermittlungsbeamten. Wenn wir in einer normalen Ermittlungssituation an solche Sachverhalte herangehen würden, würden wir pro Sachverhalt eine Ermittlungskommission einsetzen, die zwischen 4 und 10 Leute stark wäre. Jetzt können Sie in etwa hochrechnen, wie viele Ermittlungsressourcen wir uns eigentlich vorstellen würden. Das heißt, wir sind um Dimensionen von einer halbwegs ausgestatteten Personalausstattung entfernt. Wir haben noch nicht mal einen halben Ermittler pro Ermittlungsfall hier in diesem Fall. Das heißt, auch die Staatsanwälte, das Verhältnis zwischen Ermittlern und Staatsanwälten klafft wirklich Welten auseinander. Und jetzt geht es hier in diesem Sachverhalt nicht nur um irgendwelche Fahnder und irgendwelche Ermittlungsbeamten, die wir hier brauchen, sondern wir haben es natürlich mit internationalen Börsengeschehen zu tun, mit einer branchenspezifischen Sprache, häufig auf Englisch. Es wird viel mit Abkürzungen gearbeitet. Wenn Sie mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen, dann gehen die realistisch davon aus, dass die neuen Leute, die jetzt eingesetzt werden könnten, und es werden derzeit übrigens neue Leute eingesetzt, zwischen 6 und 12 Monaten brauchen, bis sie halbwegs lauffähig sind, um in den Ermittlungen effektiv arbeiten zu können.
Damit sind wir noch nicht fertig, weil wir, wie Sie der Presse hin und wieder entnehmen, auch häufig mal Durchsuchungen machen mit Massen von Asservaten. Es gibt keine Räumlichkeiten, es gibt keine ausreichenden Lagerkapazitäten. Wir brauchen eine IT-Ausstattung, wir brauchen Software, idealerweise künstliche Intelligenz. Also das heißt, ich versuche nur mal mit wenigen Worten, weil mir nicht viel zur Verfügung steht. Wir könnten ganze 90 Minuten nur zu diesem Sachverhalt machen, denn ich muss Ihnen sagen, angesichts der Tatsache, dass wir über das größte Wirtschaftsverbrechen der Nachkriegsgeschichte mit 10 Milliarden oder wie viel auch immer Steuerausfällen hier diskutieren, fehlt mir jegliches Verständnis dafür. Damit Sie so ein bisschen Gespür für den Vergleich bekommen. Wir haben 2015, 2016 erhebliche Steigerungen bei der Einbruchskriminalität gehabt. Da hat nur das Land Hamburg 100 Leute eingesetzt, um sich mit einem Themenbereich auseinanderzusetzen. Sie kennen im Bereich Kindesmisshandlung und Kinderpornografie den Ansatz von Personalressourcen in diesem Bereich. Ich muss Ihnen sagen, wir schauen hier viel zu wenig auf die Innenseite und das hat damit zu tun, dass wir hier über organisierte Kriminalität reden. Also es geht hier nicht um irgendwelche Finanzkriminalität, sondern im typischen Wortsinne um organisierte Kriminalität. Das heißt, wir brauchen hier, müssen das Hochreck der Kriminalistik hier bedienen, gepaart mit den Spezialkompetenzen, die wir im Finanzsegment brauchen. Also das heißt, es ist auch möglicherweise, der Christoph Spengel hat es gerade angedeutet, zu kurz gesprungen, jetzt den einzelnen Ländern das zu überlassen, angesichts der Tatsache, dass ja die Steuern, die hier wieder hereingeholt werden, nun auch dem Bund zugutekommen, könnte durchaus der Bund sich hier engagieren. Also wir sollten mal intensiver darüber diskutieren, wo wir überhaupt theoretisch solche Kolleginnen und Kollegen herbekommen könnten. Und ich würde mal, ich hoffe, dass Herr Münch mich nicht kreuzigt, aber das BKA zum Beispiel mit in die Diskussion hineinwerfen wollen. Und will durchaus einen Satz in den wenigen Sekunden noch zum Thema Verjährung anbringen, weil wir das nicht so ganz problemlos betrachten, wie es hier teilweise dargestellt worden ist. Nämlich immer dann, wenn jetzt neue Durchsuchungen stattfinden und potenziell neue Beschuldigte auftauchen, haben wir durchaus die Sorge, dass wir strafrechtlich relevant die Verjährung nicht rechtzeitig unterbrechen können. Deswegen regen wir an, in Bezug auf die aktuell im Bundestag ja befindlichen Diskussionen zum Verbandssanktionengesetz, untechnisch gesprochen eine Unternehmensstrafrecht Light, in die juristische und rechtspolitische Diskussion mit einzuführen, ob wir nicht eine Verjährungsunterbrechung für natürliche Personen hinbekommen können in der Zukunft in den Fällen, in denen künftig ein Verfahren nach dem künftigen Verbandssanktionengesetz eingeführt wird. Das ist eine neue rechtliche Diskussion, die aus der Praxis heraus jedenfalls höchste Relevanz hätte. Das wäre Puls am Ende meiner wenigen Minuten, die ich zur Verfügung habe. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Fiedler. Und die letzte Frage in dieser Anhörung stellt für die SPD-Fraktion Kollege Binding. Ja, vielen Dank. Ich wollte den Herrn Florstedt eigentlich nur noch mal um eine Bestätigung bitten. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagen Sie, die Missbrauchsbekämpfungsvorschrift im 36a, im 36 Absatz 2a, die funktioniert, dann leite ich daraus ab, dass man keine weiteren Schritte zur Verhinderung von Cum-Cum-Geschäften mehr brauchen, gesetzgeberisch. Ist das richtig? Die Frage richtet sich an Professor Dr. Florstedt, IWS-Universität für Wirtschaft und Recht. Ja, vielen Dank für die Nachfrage, um das klarstellen zu können. Was nicht funktioniert, ist die allgemeine Missbrauchsvorschrift der 42 €. Wenn ich das ganz kurz sagen darf, das wäre mir wichtig, dass das nachvollzogen wird. Herr Lotzgeselle hat es gerade angedeutet. Aber also es gibt schon eine Vorschrift, die allgemein im Steuerrecht unterbinden soll, dass Missbrauch entsteht. Und jetzt haben wir einen Fall, wo jemand nicht zweimal, sondern theoretisch 100-mal eine Erstattung erlangt, aber er hatte nie die Aktie. Das kann nicht richtig sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber dieser 42 €, der kann den Fall nicht lösen. Das kann nicht sein. Also man kann nicht im Steuerrecht eine Missbrauchsvorschrift haben, die diesen einfachsten Fall nicht lösen kann. So, und jetzt kommt man deswegen, also weil das dort nicht funktioniert, mit dem 36a obendrauf. Und ich glaube, dass der funktioniert, aber auch das haben wir schon gehört. Wir wissen es nicht. Es wird nicht untersucht und es kann sehr wohl sein, dass jetzt im Moment die Steuerpflichtigen, die eigentlich berechtigt wären, die Erstattung nicht einreichen. Und das haben wir auch gerade gehört, das landet alles sofort bei der Staatsanwaltschaft. Da warten die lieber 2 Jahre. In 5 Jahren kann es durchaus so sein, dass in den Konzernen überall, das haben wir von Herrn Heist gehört, Sicherungsgeschäfte getätigt werden. Das kann dann die deutsche Konzerntochter, die 91 Tage lang oder länger die Aktien hat, kann das nicht wissen und dass da wieder systematisch Missbrauch entsteht. Das können wir im jetzigen System, das kann wiederkommen. Ich habe den Eindruck, im Moment ist der Markt ganz ruhig wegen diesen Strafverfahren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Professor Dr. Florstedt. Ich gehe davon aus, dass der Herr Binding uns die restliche Redezeit geschenkt hat, die Frau Sommer auch. Damit sind wir am Ende der heutigen Anhörung. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, bei den angereisten Sachverständigen und auch nochmals für dieses Verständnis, dass wir die Anhörung gekürzt und vorverlegt haben. Auch ganz herzlichen Dank an die drei Herren, die uns per Video zugeschaltet werden. Ich freue mich, die Kollegen jetzt gleich zur Aktuellen Stunde bei Cum-Ex unten im Plenum wiederzusehen und wünsche allen noch eine schöne Woche. Die Anhörung ist beendet.